herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Heute haben wir eine kleine Premiere. Internet, Videotelefonie macht's möglich. Wir haben eine Konferenzschaltung und ich freue mich sehr auf die drei Vorstände von Art Bad Fair Deutschland. Art Bad Fair wurde 2013 als Initiative gegründet. Sie kämpft für faire Gagen und angemessene Arbeitsbedingungen von darstellenden Künstlern und Musikern. Und ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen. Ladies first, Stefanie Greve, ihres Zeichens auch Intendantin des Vorarlberger Landestheaters in Österreich. Hallo. 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 Guten Tag. Du wirst auch die Seite beleuchten der Arbeitgeber. Dann Sören Fenner, Inhaber der größten Theaterplattform für Theaterjobs, Theapolis. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Gerne. Und last but not least, Johannes Maria Schatz, der Initiator der Bewegung. Und man darf es nicht verschweigen, gut abgesicherter Lehrer, der sich jetzt in einer gewissen souveränen Position befindet. Herzlich willkommen, alle drei. Vielleicht, Sören, fangen wir mit dir an. Gib uns doch mal ein bisschen einen Einblick, was sich in Deutschland in den letzten Wochen so getan hat. Wie ist die Situation für die Künstler? Hast du Zeit? Ja. Okay, also es gibt im Grunde mehrere Tendenzen, mehrere Richtungen. Wir haben auf der einen Seite die festangestellten Theaterschaffenden. Die ist es so, die sind weiterhin an den Häusern beschäftigt, aber sie sind zum Teil in Kurzarbeit. Das bedeutet, sie kriegen jetzt ihr Geld im Grunde nicht mehr nur noch vom Arbeitgeber, also von ihrem Theater, sondern auch von der Bundesagentur für Arbeit, vom Arbeitsamt, so hieß das früher. Sie sind aber weiter voll beschäftigt, auch ihre genau, und da gibt es leichte Abschläge, weil sie sind ja auch zum größten Teil nicht mehr tätig. Und diese Abschläge sind maximal nach dem neuen Kurzarbeitertarifvertrag, den die Gewerkschaft abgeschlossen hat, maximal 10%. Das heißt, sie kriegen also mindestens 90% ihres Gehalts, müssen im Augenblick nicht viel machen. Diese Aufstockung von 60 beziehungsweise 67% zu 90 erklärt sich dadurch, dass sie die Aufgabe haben, ihre künstlerische Leistungsfähigkeit weiter auf dem Niveau zu halten, das sie während einer Spielzeit haben. Also sie müssen weiter trainieren als Tänzer, sie müssen weiter sich körperlich fit halten und natürlich auch ihre Stimmen entsprechend trainieren. Und das wird mit 20% der Arbeitszeit angerechnet. Diesen Wert sollten wir uns gut merken, weil als Interessenvertreter ist der für uns später mal wichtig, wenn es um Vorbereitungszeiten geht. Dann können wir nämlich zum Beispiel sagen, damals beim Kurzarbeitertarifvertrag habt ihr, liebe Theater, gesagt, dass 20% der Arbeitszeit eines Darstellers dafür draufgeht, dass er sich fit hält. Und das ist eine, also Lehrer haben ja eingetragene Vorbereitungszeiten in ihren Wochenstundenplänen. Und das wäre dann ein Ansatz, wo wir sagen könnten, das wäre das. Zurück zu den verschiedenen Richtungen. Wir haben dann die freiberuflichen Gäste. Also, wobei die sind ja nicht freiberuflich, sondern in Wirklichkeit sind die ja arbeitsrechtlich anzunehmen als Arbeitnehmer. Das sind also Sänger, Tänzer, Schauspieler, die einen Gastvertrag haben, die also Sozialversicherungsbeiträge abführen. Und die fallen auch unter diese Kurzarbeiterregelung. Das heißt, die werden inzwischen mit berücksichtigt, allerdings erst seit 1. April rückwirkend. Was davor war, muss dann einzeln verhandelt werden. Und zum Dritten haben wir die Leute mit Werkverträgen. Das sind Regisseurinnen, das sind Bühnenbildnerinnen, das sind Kostümbildnerinnen, die haben Werkverträge und die sind jetzt richtig gelackmeiert, weil die kriegen im Prinzip gar nichts oder nur das, was sie geleistet haben bisher. Meistens werden dort die Bezahlungen gedrittelt, das heißt, man kriegt was zu Beginn, also für die Vorbereitung, man kriegt was zu Probenbeginn und man kriegt was zur Premiere.
Und da hängt es halt davon ab, wie weit das Projekt war. Aber da sieht es schlecht aus im Moment, dass diese Leute was bekommen könnten. Ich will noch mal was sagen zu dem, zu den Gästen. Es gibt Gäste, also ich habe jetzt geredet von den Gästen am Stadttheater. Bei den Staatstheatern sieht es anders aus. Dort gibt es zum Beispiel, habe ich gehört, Stiftung Deutsche Oper Berlin. Die zahlen den Gästen 25% ihrer Gagen, maximal 10.000 Euro in diesem Jahr. Also dort gibt es andere Regelungen. Das, was ich jetzt gesagt hatte, das galt nur für die Stadttheater. Wer hat das alles verhandelt und wie kam es zu diesen Lösungen und sind sie befriedigend? Naja, sie sind teilweise befriedigend. Was mich freut, ist, dass die unteren Gagenniveaus in den Stadttheatern jetzt 100% ihrer Gehälter weiterbekommen. Das freut mich. Also alle, die unter 2.750 Euro bekommen, kriegen genau das weiter wie vorher. Das freut mich. Was unbefriedigend ist, ist, dass wir verschiedene Regelungen haben an den Stadt- und Staatstheatern. Und was unglaublich unbefriedigend ist, ist, dass die Werkvertragsleute jetzt nichts kriegen. Also die hängen so richtig in der Luft und die wissen natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Und für die ist es wirklich ein schlimmer Zustand. Genau, verhandelt hat das der Deutsche Bühnenverein gemeinsam, also auf der einen Seite auf Arbeitgeberseite und auf der Gewerkschaftsseite, Arbeitnehmerseite, die GdBA, die VDO und die DOV. DOV steht für Deutsche Orchestervereinigung, VDO ist Vereinigung Deutscher Opernchöre und Tänzer, Bühnentänzer und GdBA ist Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörige. Also Sören hat immer einen sehr konzentrierten Blick auf die Häuser. Es gibt ja auch Theater, die nicht dem Deutschen Bühnenverein angeschlossen sind. Ne? Und da sieht es dann teilweise auch wieder ganz anders aus. Die sind jetzt eben nicht von dieser Einigung betroffen. Da schauen viele Künstler ebenfalls in die Röhre. Ähnlich wie die, die Werkverträge haben. Wer kämpft für die? Tja, das ist eine gute Frage. Die kämpfen alle für sich allein, wenn man so will. Wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, diese ganze Corona-Zeit, war es tatsächlich bei mir auch so Anfang oder Mitte März, als der Shutdown kam, war meine Arbeit tatsächlich hauptsächlich diejenige, einzelne Künstler zu beraten, beziehungsweise deren Fragen zu beantworten. Also da kamen teilweise stündlich, zweistündlich dann E-Mails rein oder Messengers über Facebook. Was kann ich tun? Wie ist die Rechtslage? Und auch wenn wir als Art Bad Fair keine Rechtsberatung vornehmen dürfen, haben wir zumindest mal versucht, Tipps zu geben, wo sie die entsprechenden Rechtsauffassungen nachlesen können. Da gab es ja auch ganz unterschiedliche. Man sagt ja immer so lapidar zwei Rechtsanwälte, mindestens 4, 5 Meinungen. Und dann ging es natürlich im März auch darum, schnell Hilfe anzubieten, weil es ja tatsächlich Künstler gab, die wirklich innerhalb von Stunden ihre gesamten ihren gesamten Gehalt verloren haben. Von jetzt auf nachher plötzlich kein Gehalt mehr. Und deswegen gab es ja auch diese Soforthilfeangebote. Wir haben dann zwei auf die Beine gestellt. Einmal gab es dieses für Musiker und Sänger, dieses Angebot von Crescendo, also dem Musikmagazin. Und Sören hat das die Idee gleich aufgegriffen und hat dann mit dem Ensemble-Netzwerk zusammen und später dann mit dem gesamten Aktionsbündnis Darstellende Künste auch ein Soforthilfeprogramm aufgestellt, das immer noch läuft und neu aufgelegt ist, weil immer noch Spenden eingehen und wir immer noch Leuten helfen können, das, was mich sehr freut. Und das war so die erste Zeit im März, wo es wirklich ganz konkret war und schnell, unbürokratisch geholfen werden muss. Die Gespräche jetzt zwischen Arbeitgebern und Tarifverbänden, die sind jetzt mittlerweile rum. Das war so der April, der die Zeit eingenommen hat. Und jetzt merke ich erst langsam,
April, Mai, Ende April, Anfang Mai, dass es ruhiger wird und die einen eben jetzt Gott sei Dank Perspektiven haben, die anderen wahrscheinlich sich ein bisschen auch in ihr Schicksal ergeben haben. Ja, aber was heißt das für die? Also für die, der Schicksal ergeben haben, heißt konkret Hartz IV. Also für viele bedeutet das Soforthilfeprogramm für Künstler von Frau Dr. Grütters heißt konkret Hartz IV. Ich hole dich mal rein, liebe Stefanie, du bist jetzt auf der anderen Seite. Du bist Intendantin und erzähl doch mal vielleicht, wie du das empfindest, wie du jetzt mit deinen Künstlern ja, umgehen sollst. Hast du die Möglichkeiten, die du gern hättest? Also zunächst mal bin ich vor allem auch noch Intendantin in einem anderen Land, nämlich in Österreich. Sören und Johannes haben ja gerade vor allem von Deutschland geredet. Und hier ist die ganze Struktur auch noch etwas anders. Also hier werden diese Kurzarbeitsregelungen werden an jeder Bühne einzeln mit dem Betriebsrat verhandelt. Also die Innsbrucker reden mit ihrem Betriebsrat, die Grazer. Und es gibt hier zwar Kollektivverträge für die Landesbühnen, die im Theatererhalterverband sind. Mein Theater ist nochmal ganz besonders speziell. Das Vorarlberger Landestheater ist nicht Mitglied in diesem Theatererhalterverband bisher und hat auch keine Kollektivverträge. Also wir sind sehr daran interessiert, das zu verändern. Ich bin hier erst seit anderthalb Jahren und habe festgestellt, dass ich das nicht für sinnvoll erachte, dass wir da nicht mit organisiert sind. Das heißt, wir entscheiden letztlich alles relativ allein in den einzelnen Ländern. Das Vorarlberger Landestheater ist außerdem Teil einer Gesamtstruktur der Kulturhäuser des Landes Vorarlberg mit einer Gesamtgeschäftsführung. Da gehört außerdem noch das Vorarlberg Museum und das Kunsthaus Bregenz dazu. Das heißt, ich habe vor allem mit Menschen zu tun, die relativ wenig die Besonderheiten des Theaters kennen und unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, weil die Museen haben natürlich, sind überhaupt nicht vergleichbar mit unserem Betrieb. Zum Glück haben wir eine super engagierte Juristin und einen sehr engagierten Geschäftsführer. Die beiden haben sich extrem bemüht, auch von anderen Theatern zu erfahren, wie die mit der Situation umgehen. Es kam dann noch dazu, dass es dann auch im März in Österreich noch eine Gesetzesänderung gab, was die Dienstverträge angeht. Also, dass die Dienstverträge eigentlich bezahlt werden müssen. Allerdings gibt es dazu noch keine höchstgerichtliche Entscheidung, was das dann konkret bedeutet. Wir sind jetzt seit 1. April in Kurzarbeit. In Österreich bekommt man generell, der größte Teil meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt 80%. Nur die ganz kleinen Gagen bekommen 85 respektive 90%. Die Lehrlinge bekommen die volle Summe. Also in dieser Situation sind wir jetzt für 3 Monate. Und man muss dann eben schon auch dazu sagen, also da wir hier nicht das System haben mit diesen TVÖD-Angestellten, also dieses Ungleichgewicht zwischen den Gehältern im künstlerischen und im technischen Bereich, ist es schon auch für alle Mitarbeitenden, auch für die Nicht-Künstlerinnen und Künstler, ist es natürlich eine Einschränkung, über 3 Monate nur 80% des Gehalts zu bekommen. Aber alle, auch der Betriebsrat, haben das sofort mitgetragen. Das funktioniert, also die Akzeptanz ist da zum Glück am Haus sehr hoch, dass wir da jetzt gemeinsam mit beschäftigt sind mit diesem Thema. Darum ist die Situation von vornherein ein bisschen anders. Wir haben dann eben auch die Dienstverträge und die Werkverträge. Für mich war auch vor der Gesetzesänderung eigentlich von vornherein klar, dass alle bezahlt werden, allerdings nicht komplett. Also es ging dann einfach darum, eine faire Lösung zu finden. Und was wir dann getan haben, dass wir für die Werkverträge, da geht es nur um, zufällig ging es bei uns in dem Fall nur um Künstlerinnen und Künstler, die noch nicht mit der Arbeit begonnen haben. Also die Absage der Produktion war noch vor Probenbeginn und denen haben wir allen 50% bezahlt, weil davon ausgehend, dass die ja schon eine Vorbereitungsarbeit gemacht hat,
einer Ausstatterin, die schon sehr knapp vor dem Probenbeginn war und schon noch mehr gemacht hat, haben wir 60% bezahlt. Und mit den Dienstvertragnehmern haben wir uns auf 80% geeinigt, davon ausgehend, dass es im Sinne der Gleichbehandlung, weil die festen Ensemblemitglieder auch 80% bekommen, dass wir im Sinne der Gleichbehandlung denen eben auch die 80% anbieten. Und das haben sie auch alle gerne akzeptiert, das fanden sie richtig. Es ist in Österreich so, zur Kurzarbeit noch, wir können nur Menschen im Dienstvertrag anmelden, die schon seit einem Monat beim Beginn im Vertrag war. Das heißt, diese Schauspielerinnen und Schauspieler, also das Argument, dass wir die ja auch anmelden könnten und Geld für sie bekommen können, das Argument zählte bei uns leider nicht. Also wir können die nicht anmelden, sondern also wir machen das sozusagen dann auf eigener Rechnung, ihnen die 80% bezahlen. Das war die Situation bei uns und das war eine Entscheidung von mir gemeinsam mit dem Geschäftsführer, der in der hiesigen Struktur mein Chef ist, kann man sagen. Und es gab durchaus Hinweise aus Politik und Aufsichtsrat, dass man das auch hätte anders regeln können. Wir haben uns aber entschieden, also es gab zum Beispiel mal einen Hinweis, die sei nicht die Zeit für Großzügigkeit. Darauf habe ich erwidert, es ist aber die Zeit für Anstand und Fairness. Und wir finden, dass das die beste mögliche Lösung in unserer finanziellen Situation ist, weil wir natürlich auch enorme Einnahmeverluste haben. Die haben wir halt, da kann man nichts dran machen. Und natürlich wäre es mir lieber gewesen, alle voll zahlen zu können, aber ich kann auch meine festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht voll zahlen. Und wir befinden uns gerade in einer gesellschaftlichen Situation, wo alle Menschen in diesem Land Vorarlberg, von deren Steuern wir finanziert werden, finanzielle Einbußen haben. Also es gibt hohe Arbeitslosigkeit, es gibt viel Kurzarbeit, es gibt Menschen, die also ihre ganze Existenz verlieren in dieser Zeit. Und darum finde ich halt so eine Regelung, dass wir die Künstlerinnen und Künstler nicht im Stich lassen, sie aber auch Einbußen in Kauf nehmen müssen, finde ich fair in angesichts der Situation, in der wir uns befinden. Darf ich mal nachfragen, wie fanden die Künstler die Lösungen, die er angeboten hat? Fanden die das auch fair oder haben die gemeckert? Eine Person ist unzufrieden. Okay. Die anderen haben gesagt, knapp 60 Verträgen gibt es einen Konfliktpunkt. Alle anderen waren sehr froh und zufrieden damit. Zumal wir auch sofort, wir haben die gar nicht lange warten lassen. Wir haben sehr schnell die Angebote gemacht. Wir haben nicht drauf gewartet. Wir haben sie nicht in Unsicherheit gelassen, sondern haben also uns eine Woche lang verständigt nach der Absage und dann halt sofort die Angebote auch gemacht. Und ich glaube, dadurch hat sich dann auch gar nicht erst so eine Unsicherheit oder so ein Frust aufgebaut. Also ich kenne Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, die zunächst gesagt haben, wir können gar nichts zahlen, weil das erstmal Anweisung war. Und dann baut sich natürlich gleich so ein Kampfmodus auf. Und ich habe allen von vornherein gesagt, wir bemühen uns, eine gute Lösung zu finden. Und es hat eigentlich in allen Fällen bis auf einen gut funktioniert. Jetzt weißt du ja, dass in anderen Theatern auch in Österreich teilweise gar nichts bezahlt wurde. Stichwort Bundestheater in Österreich. Hat sich da was getan oder bleibt es momentan dabei? Da bin ich nicht im Detail informiert, was die anderen machen. Also ich weiß, dass manche Theater sogar Dienstverträge mittlerweile mit 100% bezahlen. Die gibt es auch. Das ist aber natürlich auch eine Frage, welches finanzielle Polster man hat. Also wir sind ja zum Beispiel ein Mini-Theater. Wir haben eine Finanzierung von 4 Millionen Euro im Jahr. Davon produzieren wir 10 Schauspielproduktionen, eine Oper und 2 Kinder- und Jugendtheaterprojekte noch. Und also wir sind sowieso so knapp, dass natürlich in so einer Situation merken wir sofort, dass wir eigentlich keinen Spielraum haben tatsächlich. Also was die Bundestheater betrifft, kann ich kurz aufklären. Die Gespräche laufen intensiv. In Österreich war es so, dass sich eine Gruppe von Opernsängern in dem Fall
formiert hat und dann viele weitere Gruppierungen wie die Musical Community und die Chorvereinigungen, Agenturen und so weiter an sich dazu gesellt haben. Und die sind jetzt wirklich im direkten Kontakt mit der Politik und verhandeln diese Sachen. Also es gibt erstmals eine Lobby für diese freischaffenden Künstler und da wird in den nächsten Tagen werden Ergebnisse erwartet. Okay. Jetzt auch meine Frage jetzt nach Deutschland, weil das in Österreich zum ersten Mal geklappt hat, ja, dass sich Künstler selbst, die bisher keine Lobby hatten, formiert haben. Wäre das nicht auch in Deutschland wichtig, dass jemand wirklich, der betroffen ist, für sich selbst spricht und für die große Gruppe der Freischaffenden, die jetzt so im Regen stehen gelassen werden? Sören, willst du, Aktionsbündnis? Ja, also man muss erstmal sagen, die Interessenvertretung, die es gibt, und das ist ja eine ganze Menge, die es gibt in Deutschland. Also es gibt ja allein im künstlerischen Bereich 4 Gewerkschaften. Also wir haben die GdBA, habe ich schon gesagt, die VDO für die Bühnenchöre, dann haben wir die DOV für die Orchestermitglieder und wir haben auch noch BFFS, das ist Bundesverband für Schauspiel, der nicht an den Tarifverhandlungen oder nicht Tarifpartner ist, aber doch eine sehr große Gruppe von Schauspielern vertritt. Der kommt ja eher aus dem Filmbereich. Also wir haben 4 Gewerkschaften und dann haben wir noch im Aktionsbündnis, glaube ich, allein 10 verschiedene Organisationen, also den Bund der Szenografen, die Ständige Konferenz Schauspielstudium, Ensemble-Netzwerk, eben Art Bad Fair und so weiter. Das heißt, es gibt eine Menge Gruppierungen und die erhalten auch momentan einen großen Zulauf. Und diese Gruppierungen machen tatsächlich auch eine ganz wichtige Lobbyarbeit im Moment. Und wir haben alle unsere Netzwerke, wo wir dann entsprechend die Politik ansprechen und unsere Bedürfnisse zunächst einmal formulieren. Das ist ja sozusagen das Wichtigste, dass man das erstmal in Worte fasst, die verstehbar sind für andere, damit man politisch überhaupt irgendwas hinbekommen kann. Und sehr, sehr gute Arbeit leistet da der Bundesverband für darstellende Künste, freie darstellende Künste, BFDK, der im Grunde eine Dachorganisation der ganzen Landesverbände der freien Theater ist und der freien Theaterschaffenden. Und die machen das wirklich ganz hervorragend in Berlin und leisten da eine Menge. Es ist halt ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Ich finde, man merkt, in dieser Krise kommt das Beste in den Menschen hervor und das Schlechteste. Und das ist sehr interessant zu sehen. Und ich finde, das sollten wir uns auch merken. Ich finde, wir sollten uns erinnern. Und der Chef der Dramaturgischen Gesellschaft, der hat gesagt, wir sollten in Zukunft bei zum Beispiel Intendantenwahlen und so weiter immer fragen, wie ist diese Person damals mit der Krise umgegangen? Das, finde ich, ist eine ganz wichtige und ganz tolle Sache. Und das gilt aber für jeden. Das gilt nicht nur für Leitende, sondern das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen in unserem Umkreis. Also sind die zum Ego-Shooter geworden und haben sie sich nur noch um sich selbst gekümmert und die Ellbogen ausgefahren? Haben sie sich solidarisiert? Haben sie für andere gekämpft, wenn es ihnen selbst gut ging? Haben sie sich als Opferrolle stilisiert? Und. Also diese Fragen, die finde ich ganz wichtig. Ich hatte ein ganz tolles Erlebnis vor einer Woche, nämlich wir hatten im Ensemble-Netzwerk einen sogenannten Country-Club. Wir wollten immer so Stammtische oder so Lokalverbandssitzungen machen und wir fanden diese beiden Namen so blöd, Stammtisch. Das passt irgendwie überhaupt nicht zu Künstlern. Und dann haben wir gesagt, so wie nennen wir es dann? Und dann ist uns nichts eingefallen und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir jetzt das Allerblödeste, wir nennen uns Country Club. Und wir wollten das immer regional machen, dann kam die Corona-Krise und dann haben wir es halt digital gemacht. Und bei diesem digitalen Country Club waren über 100 Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, bei Zoom. Alle verkleidet, alle hatten Kostüme, also in Arbeitskleidung, alle kostümiert. Und es war großartig. Es war ein großartiges Treffen, eine große Solidarität, eine große Emotion. Und da habe ich gedacht, da hat die Krise was Tolles hervorgebracht.
diese Verbindung, weil wir hätten uns natürlich nie abends zu dieser Zeit treffen können. Alle hätten gespielt. Und auf diese Weise sich gegenseitig zu sehen, sich so zu spüren auch und diese Atmosphäre, das war schon was Großartiges und solche Momente gibt es eben auch. Aber Sören, ich muss da jetzt trotzdem mal ganz kurz einhaken und widersprechen aus meiner Position und aus meiner Erfahrung. Ich rede ja mit vielen Intendantinnen und Intendanten logischerweise und ich glaube nicht, dass ihr wisst, wie dann die einzelnen Theaterleiterinnen und Theaterleiter wirklich kämpfen. Also wir verfügen in der Regel nicht alleine über solche Entscheidungen. Also was dann am Ende dabei rauskommt, ich habe zum Beispiel schneller das Okay bekommen von meinem Geschäftsführer, der mir ja vorgesetzt ist, als das zum Beispiel andere Kolleginnen und Kollegen, von denen ich gehört habe, bekommen haben, von ihrem Geldgeber und so. Also was da alles hinter den Kulissen passiert und welche Auseinandersetzungen dann tatsächlich die Theaterleiter für ihre Künstlerinnen und Künstler geführt haben, das ist schon dann auch manchmal schwierig von außen zu beurteilen. So ganz pauschal zu sagen, aha, wir machen das jetzt rein an den Ergebnissen fest. Also wie gesagt, ich habe von den etwa 60 Verträgen, die ich da vor mir liegen hatte, gibt es eine Person, die extrem unzufrieden mit ihrem Angebot ist. Das heißt, wenn ihr jetzt genau diese Person befragen würdet, würde sie vermutlich sagen, sie ist vom Vorarlberger Landestheater extrem schlecht behandelt worden. Also da eine tatsächlich, also es gibt ja dann manchmal auch auf Nachtkritik, gibt es dann manchmal so Aufforderungen, man solle jetzt mal Ross und Reiter benennen und die Guten und die Bösen. Das klingt dann immer ein bisschen so, als sei das einheitlich und schwarz-weiß tatsächlich. Und das ist es in der Regel nicht. Deswegen, also wenn man da wirklich Entscheidungen treffen will, muss man sich schon sehr, sehr tief mit den einzelnen Strukturen und Entscheidungsfindungen beschäftigen. Aber noch ganz kurz zu deiner Frage, Elisabeth. Ich bin ja jetzt noch nicht lange in Österreich. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, in Deutschland sind diese Lobbygruppen, wo auch Künstler und Künstlerinnen vertreten sind, viel länger schon dabei und viel stärker und besser vernetzt. Also ich kann jetzt nicht für Wien reden, aber im Landestheaterbereich haben wir erst vor einem Jahr so eine Intendantinnengruppe überhaupt gegründet. Vorher gab es nur den Theatererhalterverband, in dem nur die Geschäftsführer sind. Und wenn ich halt höre, wer sich in Deutschland alles meldet, auch der Kulturrat und so, habe ich das Gefühl, da passiert deutlich mehr als in Österreich. Also hier kommt man sich schon ein bisschen dann so, es gibt die IG Kultur, die sich natürlich auch äußern. Aber im Ganzen ist man hier, ist die öffentliche Diskussion über die Situation der Künstlerinnen und Künstler, finde ich, nicht auf den Stand wie in Deutschland. Kulturnation Österreich, sage ich nur. Johannes, wollte ich noch was sagen. Was überhaupt, wie man so ein Theater führt zum Beispiel. Also die ganzen Diskussionen, die wir in Deutschland seit einigen Jahren führen, sind in Österreich noch nicht so präsent tatsächlich. Also als wir hier letztes Jahr die Aktion 40.000 Theatermitarbeitende treffen ihre Abgeordneten gestartet haben, hat es, sagen wir, große Verwunderung hervorgerufen. Und das ist in Deutschland ja mittlerweile gängig. Ich wollte, Elisabeth, nur daran erinnern, es gibt ja nicht nur die Theaterhäuser, ne? Also die darstellende Kunst ist ja extrem divers. Und das macht es natürlich auch sehr schwierig, die Interessen zu vertreten, ne? Also ich erinnere jetzt nur an die Chaser zum Beispiel, an die ganz vielen Pop- und Rockmusiker, die genauso leiden und genauso Ausfälle haben, weil die Veranstaltungen in den Konzerthallen nicht mehr stattfinden. Oder auch die ganzen Musiklehrer zum Beispiel, ne, die ihre Schülerinnen und Schüler nicht mehr zu Hause empfangen konnten und umstellen mussten, wenn es überhaupt ging, eben auf Online-Unterricht. Ähnlich erging es ja mir auch und den anderen Lehrern auch. Diese Diversität sozusagen der darstellenden Kunst macht es so extrem schwer, mit einer Stimme zu sprechen und macht dann nachher auch die Entscheidungsfindungen in den oder zwischen den Initiativen langwierig,
Und das braucht Zeit. Also ich bin ja sehr dankbar, dass Sören bei diesem Aktionsbündnis Darstellende Künste für Art Bad Fair uns vertritt, weil ich habe einfach die Geduld nicht. Es braucht so extrem lange, bis wir uns da immer geeinigt haben zwischen den 10, 11, 12 Verbänden. Da bin ich zu ungeduldig. Sören hat die Geduld, Gott sei Dank. Ich wollte da nochmal einhaken, ganz kurz, weil Johannes, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, die Jazzer, die Popmusiker und so weiter. Wir haben dort, und das haben wir noch nicht erwähnt, Elisabeth, das ist vielleicht auch ganz wichtig für dich zu wissen, wir haben dort eine sehr diverse Schutzkultur, sei jetzt mal, weil wir Föderalismus haben und Kultur eben ein föderales Thema ist. Das heißt, jedes Land regelt das gerade anders. Es gibt eine tolle Entwicklung dort in Baden-Württemberg und Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Die haben sich nämlich dafür entschieden, den Künstlerinnen und Künstlern im Grunde eine Art Grundeinkommen zur Verfügung zu stellen in der Krise, also den freien Selbstständigen. In Baden-Württemberg liegt das bei 1.100 irgendwas Euro. In Bayern ist es, glaube ich, 1.000 Euro pro Monat und in Mecklenburg-Vorpommern 600. Das läuft über 3 Monate in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß nicht genau, wie es in den anderen Ländern ist. Hamburg hat hingegen hat eine Zahlung in Höhe von 2.500 Euro, eine Einmalzahlung, eine Soforthilfe an Künstler gegeben. Also es gibt dort sozusagen solche Initiativen. Parallel gibt es aber, und das ist auch noch sehr, sehr wichtig zu sagen, die Privattheater und die Menschen, die in den Privattheatern spielen. Hier haben wir eine Situation, dass die Darstellerinnen und Darsteller zwischen allen Stühlen spielen. Das heißt, sie sind nicht in der KSK, weil sie dürfen nicht selbstständig, also Künstlersozialkasse, weil sie dürfen nicht selbstständig arbeiten oder sie dürfen ja gar nicht selbstständig sein in dem Moment, wo sie in einem Vorstellungsbetrieb arbeiten. Sie werden von den Theatern auch nicht anerkannt als Arbeitnehmer. Das heißt, sie haben eventuell gar keinen Anspruch auf diese Förderung, die ich jetzt genannt habe, oder diese Gaststipendien, wie das auch heißt. Gaststipendien heißt es nicht, Entschuldigung, Übergangsstipendien, so heißt es. Weil sie eben nicht in der KSK sind und weil das ein Kriterium jetzt für das Land, für ein Bundesland ist, zu sagen, das ist wirklich ein selbstständiger Künstler. Also dort gibt es auch noch größere Probleme in dieser Hinsicht. Aber wir müssen einen Blick jetzt, also ich glaube, wir müssen jetzt den Blick auf die Leute richten, die selbstständig in der Kunst sind und die eben so arbeiten, wie Johannes das gerade geschildert hat. Auch die Kirchenmusiker gehören da übrigens zu. Ja. Tatsächlich habe ich die Erfahrung hier auch gemacht, dass die Theaterleute haben natürlich schon damit gerechnet, dass ich mich dann auch relativ bald mit einem Vorschlag melde. Aber hier die regionalen Musikerinnen und Musiker, mit denen ich Verträge habe, die waren alle extrem überrascht, dass ich mich überhaupt gemeldet habe und ihnen Geld angeboten habe. Also zwar natürlich nicht die volle Gage, aber die fanden es schon unglaublich, die haben nicht erwartet, dass sie jetzt wirklich was, überhaupt etwas bekommen. Also da ist die Erfahrung, dass sich einfach niemand mehr zuständig fühlt und sie alles verlieren, sobald was ausfällt, offenbar noch weit heftiger als bei Schauspielerinnen und Schauspielern oder Sängerinnen und Sängern tatsächlich in diesem Bereich. Darum. Wenn wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen wollen. Wir haben bis jetzt gesprochen von den nächsten 3 Monaten bis Ende August. Bis dorthin gelten die Bestimmungen der Regierungen sowohl in Deutschland als auch in Österreich und somit das Auftrittsverbot. Wie wird es nachher weitergehen? Glaubst du, Stefanie, dass am 1. September dein Theater aufsperrt und alles so ist wie früher? Das glaube ich fest. Frau Lunacek hat gesagt in dieser Zoom-Konferenz, die es letzte Woche gab, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oder hoher Wahrscheinlichkeit wir im September wieder aufsperren. Wir hoffen sogar im August schon wieder aufsperren zu können, gegen Ende August tatsächlich. Natürlich, also meine größte Angst, ich halte es nicht für realistisch, dass wir nicht öffnen können. Also ich weiß nicht, ob ihr heute schon Nachrichten gelesen habt.
In NRW und in Sachsen beginnen die Theater jetzt schon im Juni wieder unter Einschränkungen. Die Frage ist natürlich, welche Einschränkungen sind für uns ökonomisch noch tragbar? Also in NRW sind es zum Beispiel 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Das heißt aber, man könnte nicht einmal jeden zweiten Platz besetzen. Und das wird problematisch. Also wenn wir wirklich die Auflagen bekommen, also wir haben zum Beispiel 482 Plätze, wenn wir davon 240 besetzen können, ist das ein großes ökonomisches Problem. Wenn wir davon 120 besetzen können, ist es eine ökonomische Katastrophe, kann man sagen. Also, weil das ist natürlich auch was, wir haben zum Beispiel als Haus ein Jahresbudget, kein Spielzeitbudget. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, was wir bezahlen, wirken sich natürlich auch auf den Herbst aus. Und entsprechend müssen wir das natürlich immer mitdenken und wir müssen auch zu erwartenden Einnahmeeinbußen im Herbst, weil wir entweder nicht voll besetzen dürfen, weil es Menschen gibt, die eventuell aufgrund finanzieller Probleme nicht mehr so häufig ins Theater gehen oder gerade ältere Menschen, weil unsere Abonnements sind ja tendenziell auf der älteren Seite, die jetzt so in Social Distancing und Vorsicht geschult sind, dass sie sich gar nicht mehr trauen zu kommen. Also so oder so rechnen wir mit Einnahmeeinbußen. Aber ich glaube, die öffentliche Meinung ist jetzt so sehr, dass die Kulturinstitutionen wieder öffnen müssen und die Kulturveranstalter, dass dem das nicht mehr in Frage steht, dass wir im September spielen. Die große Angst, die natürlich wir haben, ist, dass dann die Zahlen sich wieder verschlechtern und wir plötzlich im November wieder zumachen müssen und alles von vorne losgeht. Aber spielen werden wir, davon bin ich überzeugt. Stand jetzt, also auch Stand der Entwicklung der Zahlen. Für uns ist jetzt ganz wichtig die andere Perspektive, nämlich die Perspektive der Probenbedingungen. Also wenn jetzt sozusagen die Arbeit wieder losgeht, unter welchen Bedingungen kann denn sozusagen der Probenbetrieb wieder starten und unter welchen Bedingungen kann nachher der Vorstellungsbetrieb starten? Dazu gibt es jetzt in Deutschland die ersten Papiere. Also es gibt von der Berufsgenossenschaft jetzt ein Papier, wie man, unter welchen Bedingungen man proben darf. Das ist keine Empfehlung, das ist auch kein Gesetz, das ist was dazwischen. Aber es ist schon so, dass man es beachten muss, wenn man als Arbeitgeber nicht dann in die persönliche Haftung rutschen will. Gleichzeitig gibt es die ersten Analysen, unter welchen Bedingungen man zum Beispiel Zuschauerplätze freilassen muss und wie man Eingangsregelungen machen muss, ob man zum Beispiel nur Online-Ticketing hat, also überhaupt keine Abendkasse mehr. Solche Dinge, die sich darauf beziehen, wie kann man denn eigentlich in Zukunft Vorstellungen absolvieren? Und die dritte Überlegung ist die künstlerische. Wie kann eigentlich eine sinnvolle Theaterinszenierung stattfinden, wenn man sich nicht umarmen darf auf der Bühne oder sich nicht angreifen darf? Das sind jetzt gerade die Fragen, die im Raum stehen. Da arbeiten ganz viele Leute dran. Es ist die Stunde der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes. Und dann gibt es noch eine sehr aktuelle Frage, die ganz viele Künstler betrifft, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit den Leistungsschutzrechten beim Streaming? Weil im Moment wird ja gestreamt bis zum Anschlag und eigentlich steht ja den Künstlerinnen und Künstlern dafür auch eine angemessene Vergütung zu. Diese angemessene Vergütung ist nie geklärt worden. Also ich sehe eigentlich, dass wir im Bereich der darstellenden Kunst einige wichtige große Rechtsfragen jetzt gerichtlich klären lassen müssen. Das eine ist angemessene Vergütung von Leistungsschutzrechten bei Online-Veröffentlichungen, wie auch immer. Eine weitere ist, wir müssen endlich mal die Statusklärung machen. Was ist denn so ein Darsteller, was ist denn so ein Sänger eigentlich? Ist der jetzt angestellt oder ist der frei? Weil es geht ja nicht an, dass der Sozialversicherungsabgaben zahlt und Arbeitslosenversicherung, wenn er das dann später nicht in Anspruch nehmen darf. Also das muss endlich mal geklärt werden. Das steht seit 10 Jahren aus und das muss im Grunde durchs Gericht, also es muss von einem Gericht geklärt werden. Solche Sachen, wir merken an der Stelle Klarheit. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt aktiv mitreden und mitstreiten, weil wir sind die Praktiker, was die Realisierung von zukünftigen Vorstellungen und Probenbetrieben angeht. Das dürfen wir nicht nur dem TÜV Nord überlassen. Also TÜV, Johannes, Österreichischer Technischer Überwachungsverein.
Johannes, deine Vision für die Zukunft? Also wir sehen es ja auch am Sport in Deutschland. Die Bundesliga startet wieder am 15. Mai. Wenn die das hinbekommen, dann muss es die Kunst und Kultur auch können. Unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht. Aber wenn es eben Konzepte gibt, dass Fußballer in den Zweikampf wieder gehen können, dann muss es auch Konzepte geben können, dass sich Balletttänzerinnen und Balletttänzer anfassen dürfen. Insofern wäre es für mich schwer verwunderlich, dass man bei der Kunst und Kultur nach wie vor auf die Bremse tritt und beim Sport aber Gas gibt. Da muss schon eine Gleichbehandlung her. Aber wie gesagt, ich bin da skeptisch, ob das schon nicht zu früh ist, ne? Ob wir da nicht schon viel zu frühe Lockerungen eingehen. Man darf nicht vergessen, dass die Künstlerinnen und Künstler nach wie vor begründet Sorge haben und teilweise vielleicht auch Angst haben, angesteckt zu werden. Das ist ein Spagat sozusagen zwischen der Gesundheit der Künstlerinnen und Künstler auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Bedürfnis von uns allen, endlich wieder Kunst und Kultur live erleben zu können. Das ist eben der Unterschied zur Bundesliga. Die machen Geisterspiele und das wollen wir ja nicht, oder? Weil sie damit Geld verdienen, ne, durch die Fernsehrechte und wir leider Gottes nicht. Ja. Das ist vielleicht aber auch noch ein wichtiger Punkt für die Zukunft, was natürlich eine große Sorge ist, gerade an den Theatern, also jetzt vermutlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, dass es dann jetzt aufgrund der zu erwartenden Wirtschaftskrise, die ja nicht ausbleiben wird, dass es zu Kürzungen kommen wird in den Kulturbudgets. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ein Jahresbudget, jeweils kein Spielzeitbudget und es ist eben schon in Aussicht gestellt worden, dass das Jahr 2021 anders aussehen wird. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Da wäre es wichtig, dass wir da auch an die Politik und an die Öffentlichkeit appellieren. Die wenigsten Häuser sind wirklich so finanziell aufgestellt, dass sie Spielraum haben. Also viele Theater sind ja eher, arbeiten ohnehin schon viel mit viel reduzierteren Mitteln, wenn man es mal so im Vergleich der letzten 20 Jahre sieht. Es wird mehr produziert mit weniger festen Mitarbeitenden und mit niedrigeren Gagen, also wenn man die Gesamtgagenentwicklung innerhalb von den letzten Jahrzehnten ansieht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir auch Lobbyarbeit dafür betreiben müssen, dass in der Kultur weder im institutionalisierten noch im freien Bereich, dass es da jetzt Sparmöglichkeiten gibt. Also man muss dann schon, klar, dann könnte man sagen, alle müssen sparen, aber es gibt schon einfach Bereiche, wo man sagen muss, da muss man es dann irgendwann lassen, wenn man noch mehr. Also da muss man sich dann irgendwann, da muss man dann auch ehrlich sein und sagen, okay, dann wollen wir eben diese freie Institution oder dann wollen wir dieses kleine Theater nicht mehr. Aber die Sparmöglichkeiten sind begrenzt. Also auch wenn es zu einer wirtschaftlichen Rezession kommt. Ja, und die Gagen, also die Verringerung von Gagen ist definitiv auch begrenzt. Absolut, yes. Ja, darauf läuft es ja hinaus, weil es ist doch so, also das ist in Österreich tatsächlich nochmal anders. In Österreich ist es leichter tatsächlich, in Anführungsstrichen, das ist nicht erfreulich, aber es ist leichter für mich, Festangestellte zu kündigen. Also es ist nicht ganz die Situation wie in Deutschland, wo die Mitarbeitenden in diesen TVÖD-Verträgen sind und man kann nur in der Kunst einsparen. Ich könnte das auch, also ich könnte auch im Bereich Technik, Verwaltung einsparen, wenn ich da Einsparpotenzial sehen würde, sehe ich aber nicht, Punkt. Aber also das betrifft dann letztlich die ganzen Theater. Also ja. Ich glaube, dass es nicht mehr so viele Häuser gibt, in denen es wirklich so, wo man sagen kann, okay, da ist noch Potenzial, ohne dass es wirklich auf Kosten des der künstlerischen Arbeit geht. Ich denke, dass es in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten eine Diskussion geben wird müssen.
in der Politik und in der Gesellschaft, was Kunst uns allen wirklich wert ist und welchen Stellenwert wir ihr geben. Und ja, das wird unsere Zukunft dann bestimmen. Also in diesem Sinne, danke für eure Arbeit, danke für euren Einsatz, danke für dieses sehr aufschlussreiche Interview und eure Einblicke in eure unmittelbare Umgebungs- und Arbeitswelt. Herzlichen Dank. Danke für das Interview. Ja, danke dir für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Toi, toi, toi für uns alle. Bleibt gesund, ja. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben, für euer Interesse. Gebt uns gern einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du Lust hast, bei Hoaz Opera Doc mitzuarbeiten, entweder vor der Kamera oder hinter der Kamera, du Ideen hast, wie man diesen YouTube-Kanal noch weiter nutzen könnte, dann melde dich gerne unter der E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox verlinkt ist. Wir freuen uns auf deine Nachricht.